hier in der Debatte am Jahrestag des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Und der nächste Redner kommt von den Grünen, danke, Lukas Hammer. Sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher, sehr geehrter Herr Botschafter, es freut mich sehr, dass Sie hier sind. Ich muss mich manchmal wundern, wenn die Kollegen der FPÖ hier rauskommen und ständig irgendwas von der Neutralität daher faseln und gleichzeitig mit der Partei des russischen Autokraten einen Freundschaftsvertrag geschlossen haben. Wie erklären Sie mir das bitte, wie geht das mit der österreichischen Neutralität zusammen? Wie geht das? Und es ist ja nicht so, dass Sie dann nicht auch russische Interessen hier in jedem Ausschuss, sogar im Sportausschuss, bringen Sie pro-russische Anträge an. Es ist wirklich unfassbar. Aber ich möchte mich nicht zu lange mit Ihnen aufhalten. Ich möchte zur Energiepolitik kommen. Uns wurde jahrelang das Märchen vom Verlässlichen, vom Sauberen, vom Billigen russischen Gas erzählt, von der Brückentechnologie, die wir ja brauchen in der Energiewende. Heute, am Jahrestag der russischen Invasion, sehen wir, wie dieses Märchenbuch in ukrainischen Städten in Flammen aufgeht, wie diese Brückentechnologie, wie diese Brücke eingestürzt ist und abgebrannt ist. Wir sehen, fossiles Öl und Gas zerstören nicht nur unser Klima und damit unsere Lebensgrundlage, sie ermöglichen es auch Diktatoren und Autokraten auf der ganzen Welt, Kriege zu führen, Demokratien zu zerstören. Und sie machen ganze Volkswirtschaften, so wie unsere Volkswirtschaft, abhängig wie Junkies, die erpressbar werden. Und sie machen es möglich, dass, so wie Wladimir Putin es vor dem Krieg, liebe Kolleginnen und Kollegen der FPÖ, vor dem Krieg, sie machen es möglich, dass mit einfach einer Verknappung von Öl und Gas Preise in die Höhe getrieben werden, künstlich und ganze Volkswirtschaften vor dem Abgrund gebracht werden. Und meine Damen und Herren, die Energiewende, der vollständige Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle und der komplette Umstieg auf Erneuerbare ist nach einem Jahr Krieg, und das wissen jetzt hoffentlich alle, nicht nur eine klimapolitische Notwendigkeit, eine sicherheitspolitische Notwendigkeit, sondern auch das größte Freiheits- und Friedensprojekt, vor dem wir stehen. Wer das immer noch nicht verstanden hat, und hier schaue ich hier nur in Richtung FPÖ, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Und ich freue mich auch, dass die Kolleginnen und Kollegen der NEOS nun sagen, ja, wir müssen raus aus Gas. Ich habe mir euer Wahlprogramm 2019 angeschaut, da war noch kein einziges Wort von raus aus Gas, geschweige denn von raus aus russischem Gas zu lesen. Aber das ist auch eine der Auswirkungen, dass Sie jetzt auch auf diesem Weg sind, und das ist gut so. Und weil Sie echt jetzt, ja, weil wir von einer redlichen Debatte sprechen. Kollegin Doppelbauer von den NEOS, Sie sagen, die Bundesregierung habe die Bevölkerung angelogen, weil wir ja gleich abhängig sind vom russischen Gas wie noch vor einem Jahr. Sie sagen, im Mai waren wir, weiß nicht, 70% abhängig von russischem Gas und im Dezember waren es wieder 71%. Und daher ist nichts passiert. Was Sie nicht dazu sagen, ist, wie viel wir insgesamt importiert haben. Ja, im Mai waren es 72%, da haben wir sehr viel importiert. Heute sind es 71%, Skandal! Aber wir importieren nur 47% der Mengen. Wir importieren gerade halb so viel, weil wir... Ja, das ist einfach unredlich, wenn Sie so argumentieren. Es ist unredlich. Wir haben uns nicht erst vor einem Jahr auf den Weg gemacht, die Abhängigkeit von russischem Gas zu beenden. Wir haben das seit dem ersten Tag unserer Regierungsbeteiligung gemacht. Wir gehen diesen Weg. Die Photovoltaik in Österreich, nur noch eine Zahl. Die Photovoltaik in Österreich hat sich in den letzten drei Jahren, seitdem wir in der Regierung sind, verdoppelt. Das heißt, in den letzten 3 Jahren grüne Regierungsbeteiligung ist so viel weitergegangen wie in allen anderen Jahren zusammen. Wir werden aussteigen aus russischem Gas und insgesamt aus Gas in der Raumwärme, in der Mobilität, überall dort, wo wir nicht darauf verzichten können, und den Rest werden wir mit erneuerbaren Gasen bewerkstelligen. Ich lade Sie alle dazu ein, gehen Sie den Weg mit uns mit, gemeinsam, anstatt alles nur schlecht zu reden. Dankeschön. Nächste Rednerin. Fossiles Gas zerstöre nicht nur die Umwelt, sondern auch Demokratien, sagt Lukas Hammer von den Grünen.